Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Jahresrückblick bei TV Bayern Live. 2013 ist viel passiert in den Regionen des Freistaates. Und wir beginnen in der Landeshauptstadt München. Schlagzeilen machen der NSU-Prozess und der Fall Mollert. Der großartige Kabarettist Dieter Hildebrand ist gestorben. Uli Hoeneß gerät negativ in die Schlagzeilen, der FC Bayern positiv. Am 6. Mai hat vor dem Münchner Oberlandesgericht einer der wichtigsten Prozesse Deutschlands begonnen, der auch international mit großer Spannung erwartet wurde. Die Mordserie des rechtsextremistischen nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist als Mittäterin an 10 Morden, 2 Sprengstoffanschlägen und 15 Banküberfällen angeklagt. Zwischen 2000 und 2007 soll sie gemeinsam mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt insgesamt 8 Türken, einen Griechen und eine Polizistin getötet haben. Neben Zschäpe müssen sich 4 weitere Angeklagte vor dem Gericht verantworten. Der ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohleben sowie Carsten S. sind wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. André E. und Holger G. wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Bislang hat nur Carsten S. ausgesagt, die anderen Angeklagten schweigen. Meisterschaft, Champions League, DFB-Pokal. Damit hat der FC Bayern deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Am 1. Juni haben die Bayern das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 gewonnen und somit das Triple perfekt gemacht. Damit sind die Münchner der erste deutsche Club, dem es gelungen ist, alle 3 Trophäen abzuräumen. Dementsprechend wurde mit einem Siegeszug durch München und einer Megaparty am Rathausbalkon gefeiert. Mit dem DFB-Pokal hat der FC Bayern die Saison perfekt gemacht und Trainer Jupp Heynckes ein perfektes Abschiedsgeschenk beschert. Denn das Spiel gegen den VfB Stuttgart war auch das letzte unter der Leitung von Trainer Jupp Heynckes. Uli Hoeneß, der Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, muss 2014 vor Gericht. Hoeneß hatte beim Finanzamt Anfang des Jahres 2013 Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung erstattet. Er soll über ein heimliches Konto in der Schweiz Kapitalertragssteuer in Höhe von 3,2 Millionen Euro hinterzogen haben. Trotz der Affäre behielt Hoeneß seinen Posten beim FC Bayern München. Der Prozess wegen Steuerhinterziehung soll laut dem Gericht am 10. März nächsten Jahres beginnen. Bislang sind insgesamt 4 Verhandlungstage angesetzt. Im Juni 2013 erregte sein Fall deutschlandweit Aufsehen. Gustl Mollert. 7 Jahre lang wurde er gegen seinen Willen in der Psychiatrie festgehalten. 2006 wurde er wegen vermuteter Gemeingefährlichkeit eingewiesen, weil er laut damaligem Urteil seine Frau schwer misshandelt und die Reifen mehrerer Dutzend Autos zerstochen haben soll. Mollert selbst sah sich jedoch als Opfer seiner Ex-Frau und der Justiz, weil er auf die Schwarzgeldgeschäfte bei der Hypovereinsbank hingewiesen habe. Anfang August wurde er wieder entlassen. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat entschieden, dass der Prozess komplett neu aufgerollt werden muss. Das Wiederaufnahmeverfahren in Regensburg beginnt frühestens 2014. Am 21. September wurde das 180. Oktoberfest eröffnet. Insgesamt haben 6,4 Millionen Gäste die Münchner Wiesen besucht. Nach Schätzung der Festleitung waren davon rund 540.000 Besucher auf der traditionellen Eudenwiesen. Während des Oktoberfestes wurden insgesamt 6,7 Millionen Maß Bier getrunken. Die Zahl der Alkoholvergiftungen ging nach Angaben des Roten Kreuzes zurück. Auch sonst hätten rund 20% weniger Menschen Hilfe gebraucht. Der Kabarettist Dieter Hildebrand ist am 20. November im Alter von 86 Jahren gestorben. Er ist seinem Krebsleiden in einer Münchner Klinik erlegen. Die Diagnose Prostatakrebs soll er erst im Sommer bekommen und daraufhin alle Auftritte abgesagt haben. Am 2. Dezember wurde Dieter Hildebrand im Beisein seiner Familie, zahlreicher Freunde und Weggefährten beigesetzt. Dieter Hildebrand galt als einflussreichster Kabarettist in Deutschland und hat jahrzehntelang den Mächtigen die Leviten gelesen. Seine letzte Ruhe findet er nun auf dem neuen Südfriedhof. Das Jahr 2013 hat für Ingolstadt in Oberbayern nicht nur schöne Momente, sondern auch sehr gewaltsame. Am 19. August hält Ingolstadt den Atem an. Ein 24-Jähriger verschanzt sich mit 3 Geiseln im Rathaus, darunter der 3. Bürgermeister Sepp Misselbeck. Ein Spezialeinsatzkommando aus München ist vor Ort. Die Verhandlungsgruppe ist aufgerufen, vor Ort inzwischen. Und soweit das Positive, es gelang ihnen auch, Kontakt zum Täter selber aufzunehmen. Ganz entscheidender Punkt, dass die Verhandlungsgruppe letztlich mit dem Täter Kontakt hat, verhandeln kann und auf ihn einwirken kann. Details über den Täter, ein verurteilter Stalker, werden bekannt.
Er hat auch der Sekretärin von Sepp Misselbeck massiv nachgestellt. Sie befindet sich unter den Geiseln. Am Nachmittag lässt der Geiselnehmer den Bürgermeister frei. Gegen 17.30 Uhr überschlagen sich die Ereignisse. Schüsse sind zu hören. Zugriff durch das SEK. Der neunstündige Nervenkrieg ist zu Ende. Die beiden Geiseln werden unverletzt befreit. Der Täter wird von Schüssen an Schulter und Bein getroffen. Er war mit Messer und Pistole bewaffnet. Letztere stellt sich als Attrappe heraus. Der Geiselnehmer sitzt in Untersuchungshaft. Medizinische Gutachten stehen laut Staatsanwaltschaft noch aus. Nur knapp zwei Monate später erschüttert eine weitere Gewalttat die Region. 9 Schüsse aus nächster Nähe, 6 davon in den Kopf. So brutal soll ein Mann aus dem Landkreis Eichstätt am 6. Oktober einen 48-jährigen Ingolstädter niedergestreckt haben. Anschließend fuhr er auf die Polizeiwache, um sich vor den Augen zweier Beamter selbst zu richten. Und bereits vor dem Blutbad soll der Mann eine Frau bedroht haben. Die 37-Jährige hatte Glück, erlitt nur einen Schock. Zwischen den drei Personen bestand ein privates Beziehungsgeflecht. Die Kripo klärt derzeit die offenen Fragen. Zu einem Verfahren wird es vermutlich nicht kommen. Ingolstadt boomt. Das wirkt sich auf den Wohnungsmarkt aus. Mittlerweile kostet der Quadratmeter im Schnitt 11,33 Euro. Der Stadtrat diskutiert im Sommer heftig über den hiesigen Wohnraum, stimmt jedoch gegen die Einführung eines Mietspiegels. Gebaut werde genug und das Bevölkerungswachstum sei nicht erst seit gestern bekannt, so die städtischen Sachverständigen. Der Mieterverein dagegen bemängelt klar den Überschuss an Luxuswohnungen im Vergleich zu bezahlbarem Wohnraum. Die Politiker hätten die Entwicklung versäumt. Wohnungsnot und Mietpreise, ein echter Dauerbrenner 2013. Mit einem sogenannten Masterplan will die Verwaltung die Altstadt aufhübschen. Die mobilen Sitzmöbel und das kostenlose WLAN auf dem Rathausplatz sind da nur der Anfang. Im Juli wird es in Ingolstadt bunt. Die Aktion von InCity und dem städtischen Gartenamt sorgt für ein Blütenmeer in der Altstadt. Die Blumenbeete werden über die gesamte Fußgängerzone verteilt. Und auch der Trend Urban Knitting macht vor Ingolstadt nicht Halt. Jugendliche ziehen umher, um mit ihrem Selbstgestrickten der Innenstadt ein wenig mehr Farbe zu verleihen. Hoch hinaus geht es im Rahmen des Tumult Jugendfestivals. Auf der Highline überwinden die Extremsportler 33 Meter zwischen Pfeif- und Moritzturm. Auf dem schmalen Schlauchseil war es hoch über den Dächern vor Ingolstadt ganz schön wackelig. Die Sportler gehen an ihre Grenzen. Eurofighter-Pilot Marc Grüne. Er hat 2013 den Weltrekord im Flachtrudeln gebrochen. Im Juni hebt Grüne auf dem Ingolstadt-Manching Airport ab. Direkt über Neuburg leitet der Pilot dann das Trudeln ein und bringt es auf 85 Umdrehungen, sogenannte Spins. Heute war mit der extremste Flug von den ganzen Testphasen. War sehr schwer, die Maschine ins saubere Spin zu bekommen. Die ersten Umdrehungen wollte sie da gar nicht so richtig rein. Aber unser Gameplan, den wir uns gesetzt haben, hat funktioniert. Und ich denke mal, 80 plus ist gar nicht so schlecht. Der Rekord ist geglückt und für den guten Zweck war der Kunstflug auch. Die Sponsoren und Spendengelder kommen dem Familiennachsorgeverein Elisa zugute. Unser Rekord des Jahres. 40 Jahre lang gab es die DDR. Genauso lang war das Dorf Mödlareuth an der Grenze zwischen Oberfranken und Thüringen geteilt. Bis zur Wende. Deswegen sind die Menschen heute noch einem Mann dankbar. Helmut Kohl. Seine Rückkehr ins Dorf wird zum Triumphzug. Aber das Jahr 2013 beginnt in Oberfranken erst einmal mit einem Trauerfall. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich Mitte Januar die Nachricht vom tragischen Tod Rüdiger Bormanns. Der Präsident der Universität Bayreuth wird beim Joggen in Köln von einer Straßenbahn erfasst. Ich finde es halt krass, dass man einfach so jetzt liest, von wegen, dass er beim Joggen war und dann passiert sowas. Das ist schon hart. Also es war ganz komisch. Wir saßen in der Bib und haben es halt im Internet gelesen und waren ein bisschen schockiert. 2009 tritt Rüdiger Bormann die Stelle als Präsident der Uni an. Er gründet die Technologieallianz Oberfranken, treibt damit die Vernetzung mit der Uni Bamberg und den Hochschulen Hof und Coburg voran. 800 Menschen erweisen ihm die letzte Ehre im Bayreuther Audimax. Er ist Zeitgeschichte, Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit. Im Mai wird er in Hof für seine großen Verdienste geehrt. Er hat im richtigen Moment die erforderlichen Entscheidungen getroffen und die Welt verändert. Die deutsche Einheit ist weltweit einmalig. Wir haben Deutschland wieder vereint. Mehr kann man überhaupt nicht erwarten. Bei seinem Besuch in Mödlareuth trifft Kohl auf viele jubelnde Menschen. Sie haben die Zeiten der DDR ebenso erlebt wie die Gegenwart.
Ich würde heute nicht hier stehen, wenn Helmut Kohl die deutsche Einheit nicht vollendet hätte. Dann wäre ich noch in der DDR, in der grauen DDR. Im Juni saufen Teile Bayerns im wahrsten Sinne des Wortes ab. Michaela Sommerer aus Wunsiedel kann sich die Bilder vom Hochwasser nicht einfach nur im Fernsehen ansehen. Sie beschließt, sofort zu helfen. Mir ist selber geholfen worden in meiner Krebszeit. Die Helfer wollen versorgt werden. Ja, es ist, man will einfach mal helfen. Über Facebook und Gespräche in der Stadt haben die Menschen von der Hilfsaktion gehört. Und alle sammeln fleißig mit. Lebensmittel, Bettwäsche, Kleidung. Nur ein Beispiel von bürgerschaftlichem Engagement für die Flutopfer. Im Juni gerät der Coburger Schlachthof in die Schlagzeilen. Er soll minderwertiges Fleisch wieder in den Umlauf gebracht haben. Fleisch, das eigentlich nur noch zur Seifenherstellung oder als Tierfutter verwendet werden darf. Nicht nur die Endverbraucher sind schockiert, auch viele Zwischenhändler. Da muss ich sagen, katastrophal, wenn es sowas gibt. Das ist nicht nur eine Schweinerei, das ist eine Riesenschweinerei. Der Schlachthof ist städtisch. Die Vermarktung wickeln aber Privatunternehmen ab, so wie die Firma Dellert. Auf sie konzentrieren sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dennoch zieht die Stadt Coburg die Notbremse und schließt den Schlachthof kurz darauf für immer. 2013 auch für ihn ein Jubiläumsjahr. Der weltberühmte Komponist Richard Wagner aus Bayreuth würde seinen 200. Geburtstag feiern. Das Jubiläum in Bayreuth hat nur einen Haken. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie die Villa Wahnfried oder das Opernhaus sind Baustellen. Auch am Bayreuther Festspielhaus steht wegen der bröckelnden Fassade ein Baugerüst. Und so marschiert die geballte Prominenz aus Politik und Gesellschaft bei der Festspieleröffnung im Juli an einem verhüllten Gebäude vorbei. Es ist ja nett kaschiert und im Fernsehen fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Aber es hätte nicht sein müssen. Also man hätte es auch letztes Jahr machen können, das glaube ich. Ein Schönheitsfehler, der die Freude am Stück des Abends nicht mindern kann. Der fliegende Holländer wird wieder aufgeführt. Es war sehr, sehr schön, wunderbar gesungen, sehr gute Inszenierung. Aber im fliegenden Holländer gehe ich immer mit. Es war großartig. 2013 gerät der Fernsehhersteller Löwe aus Kronach wegen schleppender Umsätze in Schieflage. Ein massiver Stellenabbau zu Beginn des Jahres ändert nichts. Löwe muss im Sommer Insolvenz beantragen, aber in Eigenverantwortung. Der Vorstand will Löwe sanieren. Schritt 1, eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Hisense. Es liegt jetzt an der verbleibenden Mannschaft, dass wir den Turnaround schaffen. Das Umfeld, das Marktumfeld ist nicht einfach. Konkret befindet sich Löwe in Verhandlungen mit zwei potenziellen Investoren. Wer den Zuschlag erhält, soll die Öffentlichkeit im Januar erfahren. Der politische Skandal des Jahres in Bayern dürfte wohl die sogenannte Verwandtenaffäre sein. Ein betroffener Abgeordneter, Alexander König aus Oberfranken. Mitten im August und mitten im Landtagswahlkampf gerät er in die Schlagzeilen. Alexander König wegen seiner Leica-Kamera-Affäre. Kaum ein Medium in Deutschland kommt daran vorbei. Eine Geschichte voller Missverständnisse, Rechtfertigungen und Kopfschütteln. Ich habe mehrere kaputte Digitalkameras. Ich habe dann auch einmal beim Landtagsamt angefragt, ob ich auch mal eine gescheite, eine teure Digitalkamera kaufen kann. Da wurde mir dann ein, zwei Tage später gesagt, jawohl, Herr König, das können Sie machen. Dann habe ich das auch gemacht. Um es vorwegzunehmen, er bleibt Abgeordneter, aber die große politische Karriere ist wohl zu Ende. Im August verurteilt das Coburger Landgericht den 55-jährigen Ulrich S. zu 12 Jahren Haft wegen Totschlags. Zwar bleibt er bis zuletzt bei seiner Aussage, dass alles nur ein tragischer Unfall war, aber das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er seine Frau mit einer Schrotflinte absichtlich erschießt und nicht aus Versehen bei der Jagd auf Ratten. Am 23. Oktober werden bei Erdarbeiten auf einem Anwesen in Bad Alexandersbad bei Wunsiedel 2 Babyleichen gefunden. Da die Identität der beiden Babys unbekannt ist, kommt es zu einer groß angelegten Durchsuchungsaktion auf dem Grundstück. Anwohner wollen nichts Ungewöhnliches beobachtet haben. Anscheinend liegt die Tat lange zurück. Die Obduktion ist aufwendig, da die beiden Babyleichen stark verwest sind. Bei den beiden aufgefundenen Babyleichen, ein Junge und ein Mädchen, handelt es sich nach den DNA-Gutachten um Geschwister. Die Soko Carport, benannt nach dem Fundort, ermittelt auf Hochtouren und nimmt eine 52-jährige Kirchenmitarbeiterin fest. Bis die Tragödie in Bad Alexandersbad vollständig aufgeklärt ist, wird es wohl noch dauern, denn die mutmaßliche Täterin schweigt. Augsburg steht 2013 oft in den Schlagzeilen. Vor Gericht mit dem Polizistenmord, mysteriös mit dem Nazi-Kunstschatz, unhygienisch mit Legionellen, tierisch mit dem Plumpluri-Nachwuchs und sportlich mit dem FCA.
Das Jahr beginnt in Augsburg sportlich und der FCA wird dabei zur großen Überraschung. Einer der Erfolgsgaranten, der neue Manager Stefan Reuter. Mit den Neuverpflichtungen des Weltmeisters von 1990 wird es ein super Jahr für die Augsburger Kicker. Erst wird der Abstieg verhindert und dann spielt die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl die erfolgreichste Hinrunde der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Wir haben ein ordentliches Jahr hinter uns, wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Ich denke, dass jeder sehr, sehr stolz sein kann, der daran mit beteiligt war. Im Februar beginnt in Augsburg einer der spektakulärsten Mordprozesse der vergangenen Jahrzehnte. Die beiden Brüder Raimund M. und Rudi R. werden angeklagt, den Polizisten Matthias Fied nach einer Verfolgungsjagd erschossen zu haben. Die Verhandlung ist auf 49 Verhandlungstage angelegt und 200 Zeugen sollen gehört werden. Ein echter Mammutprozess. Mittlerweile ist das Verfahren gegen Raimund M. wegen dessen Parkinson-Erkrankung bis auf Weiteres ausgesetzt worden. Aus dem Augsburger Zoo gibt es gute Nachrichten. Seltener Plumplori-Nachwuchs erblickt das Licht der Welt. Weil die Mutter ihr Kind nach einigen Tagen nicht mehr versorgt, wird der kleine nachtaktive Halbaffe von der Zoodirektorin persönlich aufgezogen. Er ist ja mit 46 Gramm wirklich noch ein Leichtgewicht und auch sehr filigran. Also er muss noch ein bisschen größer werden. Etwas größer, aber mindestens genauso süß ist da der Nachwuchs bei den Giraffen. Tierisch geht es derweil auch bei den Wallisers zu. Der Tigerdompteur hat 3 Jahre, nachdem er die Attacke eines seiner Tiere überlebt hat, auch wieder Nachwuchs bekommen. Also es ist extremst anstrengend, ja. Alle 2 Stunden Tag und Nacht eben die Milch vorbereiten. Ganz andere Probleme haben da die rund 500 Bewohner eines Hochhauses in Neu-Ulm. Das ganze Jahr heißt es dort, Duschen verboten. Der Grund Legionellen. Jetzt wird saniert, die Kosten gehen in die Hunderttausende. Im Sommer gibt es aber auch gute Nachrichten. In Augsburg eröffnet das Grand Hotel Cosmopolis. Die neue Idee dabei, Asylbewerber und Künstler wohnen gemeinsam unter einem Dach. Die Menschen sind ganz froh, glaube ich, hier zu sein. Die schätzen sehr das Engagement der Bewohner hier, die sich für sie auch persönlich einsetzen. Die Überraschung des Jahres im November. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall des Münchner Nazi-Kunstschatzes. 1,5 Jahre hatten die Behörden den spektakulären Kunstfund geheim gehalten. Jetzt ist das Medieninteresse riesig. Das Klinikum Augsburg freut sich über den neuen Rettungshubschrauber Christoph 40, der nun direkt auf dem Dach landet. Und somit hat Augsburg jetzt Deutschlands höchste Luftrettungsstation. In Memmingen stehen mehrere Rocker vor Gericht. Im Streit sollen sie in Neu-Ulm den Chef einer Sicherheitsfirma erschossen haben. Es war wohl eine Aussprache zwischen den Beteiligten in dieser Nacht geplant. Und das Geschehen ist wohl eskaliert. Zunächst Beleidigungen, dann Tätlichkeiten und dann wurde geschossen. 2013 sorgen auch immer wieder die Arbeitsbedingungen beim Online-Händler Amazon für negative Schlagzeilen. Mitte Dezember gibt es in Graben bei Augsburg einen Warnstreik. Verdi fordert mehr Geld für die Mitarbeiter und die Kunden fürchten um ihre Weihnachtsgeschenke. 2013 ist auch im Allgäu ein spannendes Jahr. Bürgerentscheide, sportliche Wettkämpfe, Blaulichteinsätze, Musikfestivals. In der Region haben viele Themen für Gesprächsstoff gesorgt. Einige davon machen sogar über das Allgäu hinaus Schlagzeilen. Eigentlich galt die Rindertuberkulose, kurz TBC, in Deutschland als ausgerottet. Doch Ende 2012 wurden im Allgäu einige Rinder positiv auf die Tierseuche getestet. Diese Tiere müssen nach bestehender Verordnung aus dem Bestand entfernt werden. Der Hof wird für weitere Untersuchungen gesperrt. Nachdem Anfang 2013 immer mehr Fälle bekannt wurden, führte man auch über das Allgäu hinaus Tests auf TBC durch. Vor allem die Tiere, die den Sommer auf den Alpen verbracht hatten, rückten dabei ins Blickfeld der Untersuchungsbehörden. Man vermutete, der Erreger habe sich dort über das Rotwild auf die Tiere übertragen. Doch diese Vermutungen und auch die angewendeten Testverfahren sorgten das ganze Jahr über für viel Ärger bei Landwirten und Jägern. Ein Ende der Untersuchungen ist auch jetzt noch nicht abzusehen. Für den Menschen bestand aber bislang keine Gefahr. Dieser Imagefilm zeigt das Allgäuer Dorf, das 2013 bei Füssen geplant wurde. Für insgesamt rund 60 Millionen Euro sollte ein, wie es heißt, lebendiges Schaufenster des Allgäus mit historischem Handwerk und traditioneller Kultur entstehen. Außerdem sollten ein Feriendorf und ein Familienhotel gebaut werden. Doch von Anfang an erhitzten die Planungen die Gemüter.
Während die Befürworter von einem Touristenmagneten und rund 200 neuen Arbeitsplätzen sprachen, befürchteten die Kritiker eine klischeehafte Darstellung der Region. Im Mai stand dann aber endgültig fest, das Allgäuer Dorf wird nicht gebaut. Die Schwangauer Gemeindevertreter hatten dem Bau ihre Zustimmung verweigert. Die Planungen sind deshalb aber noch nicht komplett beendet. Es wird überlegt, das Projekt auf eine andere Art umzusetzen. Mit der Eröffnung der neuen Röhre des Pfändertunnels im Juli hatte sie ausgedient, die Korridorvignette. Sie hatte es Autofahrern ermöglicht, für 2 Euro pro Fahrt den Streckenabschnitt zwischen Hörbranz und Hohenems zu passieren. Jetzt müssen Reisende auf dem Weg in die Schweiz mindestens eine 10-Tages-Vignette lösen. Stadt und Landkreis Lindau befürchten nun erhebliche Verkehrsprobleme entlang der mautfreien Strecken in Richtung Österreich und der Schweiz. Sie hatten sich deshalb für den Erhalt der bisherigen Regelung eingesetzt. Wir kämpfen seit Monaten darum, dass wir hier diese Korridor-Vignette erhalten können. Und jetzt scheint es eine vorläufige, endgültige Entscheidung zu geben, dass sie doch nicht kommen soll. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Einsicht kommt, dass es eben notwendig ist, diese Korridor-Vignette beizubehalten. Unsere ganz große Befürchtung ist, dass der Durchgangsverkehr durch die Stadt Lindau und vor allen Dingen dann auch durch Bregenz enorm zunehmen wird, weil allein im letzten Jahr 1,3 Millionen Menschen von der Korridor-Vignette Gebrauch gemacht haben. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang auch die Regierung Österreichs. Nur eine Gesetzesänderung von ihrer Seite könnte zu einer Wiedereinführung der Korridor-Vignette führen. Das ist aber nicht in Sicht. Im August war bundesweit in den Medien zu lesen, eine Schnappschildkröte soll im Oggenrieder Weiher bei Irsee einen Jungen gebissen haben. Die Gemeinde reagierte sofort und ließ den Weiher für Badegäste sperren. Eine monatelange Suche nach Schildkröte Lotti begann. Sogar ein Reptilienexperte wurde eingeschaltet. Doch trotz Trockenlegung des Weihers und dem Einsatz eines Spezialrechens, Lotti blieb verschwunden. Die Frage, wer die Schildkröte im Weiher ausgesetzt haben könnte, ist bis heute noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen aber. Die Gemeinde ist übrigens nicht allein mit ihrer Suche nach dem Tier, denn eine Geierschildkröte kann auf dem Schwarzmarkt bis zu 10.000 Euro einbringen. Wo ist Lotti? Diese Frage wird das Allgäu wohl auch in der nächsten Badesaison wieder beschäftigen. Quietschende Reifen bei der DTM, süße Hundewelpen und rockende Fans. Das Jahr in Mittelfranken hatte aber nicht nur schöne Momente. Es ist ein Jahr der Emotionen und der Skandale. Abschied muss Mittelfranken in diesem Jahr von einem ganz Großen nehmen. Arno Hamburger. 1939 musste der von den Nazis verfolgte Jude aus seiner geliebten Heimatstadt Nürnberg fliehen. 1946 dann die Rückkehr. Seitdem galt er als unermüdlicher Mahner gegen das Vergessen. Ein Lebenswerk, das auch eine Verpflichtung für morgen ist. Über den Geschmack von der MBD braucht man nicht zu reden. Da gibt's keinen. Und in Nürnberg können sie höchstens ein paar Fliegen fangen. Aber keine Anhänger. Sie sind die Gewinner des Jahres, die CSU. In Nürnberg feiern die Politiker im September ihren deutlichen Sieg, allen voran Markus Söder. Wenig später wird er nicht nur Finanz-, sondern auch Heimatminister. Im November unterschreibt er den Mietvertrag für das neue Ministerium am Lorenzer Platz. Das ist eine bewusste Entscheidung, nicht nur für Nürnberg, sondern für ganz Nordbayern. Zu sagen, der Freistaat besteht nicht nur aus München, sondern aus mehr. Bei der SPD darf sich währenddessen vor allem einer freuen, Arif Taşdilen. Der charismatische Nürnberger ist der erste Landtagsabgeordnete mit Migrationshintergrund. Zur Feiermeile des Jahres wird das ehemalige Reichsparteitagsgelände. Hier quietschen heiße Reifen bei der DTM. Und feiern die Festivalbesucher von Rock im Park 3 Tage lang Anarchie. Ja, schau mal hin. Sau geil einfach nur. Macht riesig Spaß. Rock im Park! Wow! Hey! Das Wiedersehen des Jahres dürften diese Hundewelpen feiern. Vor einem Jahr waren sie aus einem illegalen Tiertransport befreit worden. Wochenlang kämpft das Tierheim um das Leben der Welpen.
Ein Jahr später das große Wiedersehen der Rasselbande. Und das genießen die Kleinen in vollen Zügen. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer. Und dann sehen wir uns wieder hier auf TV Bayern Live mit dem Jahresrückblick Teil 2. Bis dahin. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus Krone. Winterzeit ist Kronezeit. Meine Stadt, mein Zirkus. Krone endlich wieder in München. Jetzt mit dem ersten Winterprogramm. Tickets und Infos unter www.zirkus-krone.de und 089-545-8000. Weihnachten Gesundheit schenken. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de. Oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Das ist Leben, wir sind drin. Besser geht's nicht jetzt und hier. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Zum Beispiel mit unseren attraktiven Gesundheitsprogrammen. Ein AOK Pluspunkt für Ihre Gesundheit. Willkommen zum Jahresrückblick Teil 2 hier auf TV Bayern Live. Wir schauen, was die Regionen im Freistaat in diesem Jahr bewegt hat. Stadt und Landkreis Deggendorf müssen schwer unter dem schlimmen Hochwasser leiden. Seit den frühen Morgenstunden herrscht Katastrophenalarm im Landkreis Deggendorf. Der tagelange Regen in ganz Bayern hat die Pegel der Flüsse ansteigen lassen. Die Gefahr, dass die Dämme überspült werden, steigt minütlich. Besonders gefährdet sind sie in Niederalteich, Winzer, Ruckersing und der Isardeich in Fischerdorf. Tausende Freiwillige versuchen mit Sandsäcken den Hochwasserschutz zu erhöhen. Die Dammwachen sind rund um die Uhr im Einsatz. Der Damm in Fischerdorf kann nicht mehr gehalten werden. Alle anliegenden Ortschaften werden überspült. Zudem sind die Hauptverkehrswege abgeschnitten. Das Wasser steht meterhoch auf der Autobahn. Ein ähnliches Szenario gibt es in Winzer. Auch hier ist der Damm leckgeschlagen und die Wassermassen überfluten Niederalteich. Landrat Christian Bernreiter und der Katastrophenstab handeln richtig und lassen die Ortschaften vorzeitig evakuieren. Der Schock bei den Betroffenen sitzt tief. Mit dem Boot können sie sich einen ersten Eindruck von dem Ausmaß der Katastrophe machen. Währenddessen wird in Ruckersing am Donaudamm immer noch gekämpft. Viele Gerüchte schüren die Angst der Landkreisbewohner noch mehr. Doch die Solidarität aus ganz Bayern mit den Hochwasseropfern spendet ein bisschen Trost. Das Wasser in Fischerdorf, Natternberg-Siedlung, Altholz, Mettenufer und Niederalteich fließt langsam ab. Regenfall in den Alpen sorgt jedoch erneut für Panik. Die Pegel der Donau steigen wieder. Die Deichpreschen müssen schnell geschlossen werden. Feuerwehr, THW und Bundeswehr schleppen unter großem Zeitdruck Sandsäcke. Die Einsatzkräfte sind mittlerweile seit über 2 Wochen im Dauereinsatz. Bundespräsident Joachim Gauck besucht die Hochwassergebiete im Landkreis Deggendorf. Die Bewohner beseitigen unter Hochdruck die Spuren des Hochwassers. Unterstützt werden sie dabei auch von vielen Freiwilligen. Koordiniert wird der Einsatz der Hilfskräfte von der Technischen Hochschule Deggendorf. Die letzten Bewohner der Ortsteile Fischerdorf, Natternberg, Siedlung und Altholz können endlich ohne Boot zu ihren Häusern.
Neben den Wasserschäden sorgen die Ölverschmutzung des Wassers, der Gestank der verwesenden Fische und eine prognostizierte Mückenplage für große Probleme. Zudem gab es einige Plünderungen der verlassenen Häuser. Die Stimmung der Bewohner schwankt zwischen Verzweiflung und Wut. Ein halbes Jahr ist seit der Katastrophe vergangen. Mithilfe von Spundwänden wurden die Dämme verstärkt, die Deichpreschen geschlossen und der Hochwasserschutz wird vorrangig ausgebaut. Die Schäden an den Häusern sind noch nicht alle beseitigt. Rund 200 Häuser mussten allein in Fischerdorf, Natternberg-Siedlung und Altholz abgerissen werden. Durch Hilfsprogramme von Bund und Ländern werden die Schäden zu 80% ersetzt. Spenden sollen den restlichen materiellen Verlust ausgleichen. In ein paar Jahren wird alles wieder sein wie zuvor. Die psychischen Wunden werden allerdings länger nachwirken. Immer wenn es viel regnet, kommt auch wieder die Angst vor der Katastrophe. Die Jahrhundertflut trifft auch Passau stark. Eigentlich sind die Bewohner der Dreiflüsse-Stadt Hochwasser erprobt. Viele sehen das langsame Ansteigen der Flusspegel von Donau, Inn und Ilz am 2. Juni relativ gelassen. Doch steigen die Pegel nachts rapide, ebenso am Tag darauf. Die Donau erreicht am 4. Juni ihren Höchststand mit 12,40 Meter. Für unsere Notunterkünfte in der Altstadt oder in den angrenzenden Stadtteilen sind ziemlich voll. Wir haben aber noch genügend Kapazitäten in der Dreiländerhalle, um dort Leute unterzubringen. Wir evakuieren überall dort, wo die Menschen es wollen. Also das ist eine Angebotsevakuierung. Die Wasserrettung ist da sehr aktiv. Wenn die Leute aus ihren Häusern raus wollen, kommen sie aus ihren Häusern raus. Es gibt aber auch welche, die sagen, sie möchten drinnen bleiben. Doch nicht nur die Dreiflüsse-Stadt ist von der Jahrhundertkatastrophe betroffen. Erlau bei Obernzell, Neuhaus am Inn, Scherding. Im gesamten Landkreis Passau mit seinen Nachbarregionen wie Oberösterreich überschlagen sich die Ereignisse. Die geschätzte Schadenssumme steigt von Tag zu Tag an. 100 Millionen Euro Gesamtschaden allein im Stadtgebiet Passau, schätzt OB Jürgen Dupper in der ersten Woche. Im gesamten Landkreis beträgt die Summe ein Vielfaches. Am 4. Juni hat sich hoher Besuch angekündigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich selbst ein Bild von der Katastrophenlage in der Dreiflüsse-Stadt. Zusammen mit Ministerpräsident Horst Seehofer sichert sie schnelle, unbürokratische Hilfe zu. Der Bund wird unbürokratisch helfen, gemeinsam mit dem Land. Und so werden wir das begleiten, denn selbst wenn die Pegelstände wieder etwas sinken, sind die Schäden ja noch nicht vorbei. Das heißt, es kommt jetzt auch darauf an, dass nicht ein Tag nur die Aufmerksamkeit ist, sondern dass man die Menschen auch begleitet, denn alle haben noch die Hochwasser der vergangenen Jahre in den Knochen und deshalb müssen wir jetzt alles tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. Bereits am Tag nach dem Merkel-Besuch starten die intensiven Aufräumarbeiten. Nicht nur Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte sind voll im Einsatz. Viele freiwillige Helfer, größtenteils Studenten, packen mit an. Insofern hat die Hochwasserkatastrophe auch ihr Gutes. Die Passauer Bürger und das Studentenvolk sind sich näher gekommen. Schließlich war es die schier uneingeschränkte Hilfsbereitschaft und Solidarität, die Passau binnen kürzester Zeit wieder zu dem gemacht haben, was es vor der Katastrophe war. Insgesamt 150 Betriebe in Stadt und Landkreis Passau sind betroffen, müssen teils Totalschaden verzeichnen. Ratskeller, Reinigung Mertel, Bernhards Corner, Scharfrichterhaus sind hierfür nur ein paar Beispiele. Doch ein Großteil von ihnen macht weiter. Und auch viele Kulturschaffende blicken nach vorn, so auch Babsi Dorsch mit ihrem aktuellen Programm. Ich habe zum Beispiel, wenn ich die Schönheitskönigin singe, dann ist die noch kräftiger als vorher. Da habe ich einfach diese Kraft gebunkert. Die hole ich mir aus mir. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es geht. Und ich glaube, dass man durch Musik ganz viele Menschen erreichen kann. Und ich habe andere Ansätze, ranzugehen an bestimmte Dinge. Und ich hoffe, dass Leute zu mir kommen und mich wieder hören wollen. Ein halbes Jahr nach dem Pegelhöchststand zieht OB Jürgen Dupper Bilanz und präsentiert konkrete Zahlen. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 38,6 Millionen Euro an Finanzhilfen bewilligt. 3,1 Millionen Euro gingen an Spendengeldern ein. Städtische Einrichtungen und ihre Stiftungen verzeichnen einen Gesamtschaden von rund 14,3 Millionen Euro. Derartige Katastrophen eindämmen soll in Zukunft ein Schutzpaket, bestehend aus regelmäßigen Hochwasserhearings, die Förderung des dezentralen Hochwasserschutzes und Präventionsmaßnahmen. Ein kleiner Ausblick von Passaus Stadtoberhaupt Jürgen Dupper.
Noch mindestens 1 bis 2 Jahre wird es dauern, bis die letzten Schäden beseitigt sind. Nicht nur in Niederbayern ist das Hochwasser das Thema in diesem Jahr, auch in der Oberpfalz. Aber es gibt noch mehr Schlagzeilen. Ab Januar trieb der sogenannte Feuerteufel sein Unwesen in Regensburg. Immer am Wochenende brannten Autos vollständig aus. Mitte Februar eskalierte die Situation und mehr Autos gingen in Flammen auf. Im August nahm die Polizei den mutmaßlichen Feuerteufel schließlich fest. Aktuell sitzt er immer noch in Untersuchungshaft. Am 26. Januar war ein großer Tag für die Gläubigen im Bistum Regensburg. Rudolf Voderholzer wurde zum neuen Bischof der Diözese Regensburg geweiht. Hohe kirchliche Würdenträger kamen in die Oberpfalz, um der Bischofsweihe beizuwohnen. Die Gläubigen setzten derweil viele Erwartungen in Bischof Voderholzer und waren richtig angetan von den Feierlichkeiten im Regensburger Dom. Anfang Juni haben viele Bürger im Landkreis Regensburg um ihre Existenz gefürchtet. Das Hochwasser der Donau stieg immer weiter an. Die mobilen Hochwasserschutzelemente, wie hier bei der Wurstkuchel in Regensburg, konnten oft Schlimmeres verhindern. Oberbürgermeister Hans Scheidinger sprach bei einem Pegel von 6,82 Meter vom gewaltigsten Hochwasser seit 130 Jahren. Deswegen wurde für 3 Tage auch der Katastrophenfall ausgerufen. 4 Millionen Euro beträgt der Gesamtschaden in Regensburg. Die Stadt ist also dennoch mit einem blauen Auge davongekommen. Anfang August saßen 2 Mädchen und der Lebensgefährte ihrer Mutter auf dieser Treppe in Regensburg, bis ein 46-jähriger Cabrio-Fahrer in sie hineinflog. Die 5-Jährige starb wenig später in der Klinik. Ihre kleine Schwester wurde schwer, der Lebensgefährte leicht verletzt. Der Fahrer war freiwillig in psychiatrischer Behandlung. 35 Minuten raste der 46-Jährige zuvor wie ein Irrer durch die Stadt. Der Täter sitzt seitdem in der Psychiatrie. Ein gerichtliches Urteil gibt es bisher nicht. Ab Ende November sorgte ein Sextäter in Regensburg für Unsicherheit, vor allem bei der weiblichen Bevölkerung. Innerhalb von wenigen Wochen hatte ein Unbekannter mehrere Frauen sexuell angegriffen. Die Polizei ging davon aus, dass zwischen den einzelnen Fällen ein Zusammenhang besteht und fahndete mit Hochdruck nach dem Täter. Mitte Dezember konnte schließlich ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen werden. Er soll zumindest 3 der Übergriffe begangen haben. Das Wirtshaus auf dem Lahmberg sorgte im Landkreis Cham für zahlreiche Schlagzeilen. Jahrelang stritt die Kirchenverwaltung Cham-Münster mit der Diözese Regensburg um das Wirtshaus. Bürger der Gemeinde haben sogar einen Arbeitskreis Rettet den Lahmberg gegründet. Grund für den Streit? Die Kirchenstiftung der Pfarrei hat zwar Geld, allerdings erlaubte das Bistum Regensburg nicht, diese Gelder in das Wirtshaus zu stecken. Anfang Dezember nahm die Geschichte dann doch ein gutes Ende. Das frisch renovierte Wirtshaus öffnete wieder seine Pforten. Im Dezember hatte die große Stunde für einen Christbaum geschlagen. Die Stadtwald München brachte Papst Franziskus den diesjährigen Christbaum nach Rom. Ein gemeinsames Projekt mit den tschechischen Nachbarn. Über 350 Pilger aus dem Bistum Regensburg waren für die Übergabe extra nach Italien gereist. Ein besonderer Höhepunkt: Papst Franziskus gab den Waldmünchnern eine Sonderaudienz. Am Abend dann wurde der geschmückte Baum auf dem Petersplatz zum ersten Mal eingeschaltet. Ein Erlebnis für alle Beteiligten. Zwischen Dingolfing und Erding hat sich auch vieles getan im Jahr 2013. Die Landshuter Hochzeit ist nur ein Thema von vielen. Bereits am Anfang des Jahres war klar, ein Anbau fürs Landshuter Stadttheater ist finanziell nicht lukrativ. Seitdem ist nach den verschiedensten Interimslösungen gesucht worden. Sogar die alte Wäscherei im Klinikum war als neuer Übergangsstandort im Gespräch. Es sollten noch viele hitzige Diskussionen folgen, bis die endgültige Lösung feststand. Ein Theaterzelt auf dem Gelände der Sparkassenarena in Landshut, bis der Bernlochner-Komplex fertig saniert ist. Losgehen soll es hier bereits mit der kommenden Spielzeit, denn fleißig aufgebaut wird, wie beim Oktoberfest, bereits Monate zuvor. Das Theater im Zelt, nur eine von vielen getroffenen Entscheidungen, die für die Stadt Landshut und ihre Bewohner im Jahr 2013 von Bedeutung war. Und auch in Dingolfing, der zweitgrößten Stadt im Sendegebiet von ISA TV, lässt sich auf ein bewegtes Jahr zurückblicken. Hier zeigte sich vor allem der größte Arbeitgeber der Region, die BMW Group, wieder einmal als eines der wirtschaftlichen Zugpferde. Mit der Präsentation des neuen Elektro-BMW i3, dessen Komponenten zum Großteil aus den Werken Dingolfing und Landshut kommen, richtete sich im November der Blick der gesamten Automobilherstellerbranche nach Niederbayern.
Sowohl der Landkreis Landshut als auch Dingolfing-Landau hatten im Juni mit der sprichwörtlichen Flut zu kämpfen. Auch wenn im Vergleich zu Passau und Deggendorf die Region relativ glimpflich davon gekommen ist, so gab es auch hier einige Landstriche, die stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Landshuter Stadtteil Mitterwöhr stand knietief unter Wasser. Im Landkreis Dingolfing-Landau mussten die Einwohner des Marktes Eichendorf und die Gebiete um den Filztalsee mit Dammbrüchen fertig werden. Nach einer Woche hatte sich die Lage jedoch wieder deutlich entspannt und die letzten Vorbereitungen zu dem Großereignis des Jahres wurden getroffen, die Landshuter Hochzeit mit ihrem mittlerweile 40. Jubiläum. Ein Mittelalterspektakel für Groß und Klein aus der ganzen Welt. Rund 3 Wochen lang, vom 28. Juni bis 21. Juli, hat sich die gesamte niederbayerische Regierungshauptstadt in die Zeit um 1475 zurückverwandelt. Damals galt es groß, die Hochzeit zwischen der Königstochter Hedwig von Polen mit Herzog Georg dem Reichen zu feiern. Die Zuschauer durften hier stilecht am Mittelalterleben teilhaben. Sei es die Einstimmung zur Hochzeitsfeier, das Fest- und Tanzspiel, der Tavern in der Steckengasse, die traditionellen Reiter- und Ritterspiele und natürlich die musikalischen Highlights wie der nächtliche Mummenschanz. Den Höhepunkt bildete aber ganz sicher der Hochzeitszug, bei dem Veronika Hertel und Ferdinand Schosser in die Rolle des Brautpaares geschlüpft sind. Rund 1 Million Zuschauer auf dem einmal alle 4 Jahre stattfindenden Historienspektakel. Mehr als 2000 begeisterte Landshuter Darsteller haben das möglich gemacht. Eine Neuigkeit der ganz anderen Art dürfte in diesem Jahr übrigens die Eissportfans begeistert haben. Die Eishockeymannschaft Landshut Cannibals ist zum Beginn der Spielzeit 2013-14 wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Unter dem altbewährten Namen EVL haben sich die Landshuter vorerst bis an die Tabellenspitze der DEL2 gespielt. Die Weinregion Mainfranken hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Wetterkapriolen machen Winzern und Landwirten das Leben schwer. Aber es gibt noch viel mehr Themen in Unterfranken. 5 fränkische Winzer starten Ende März ein ganz besonderes Experiment. Sie fahren ein 220-Liter-Fass, gefüllt mit Müller-Thurgau, zur Zugspitze. Auf dem höchsten Berg Deutschlands soll der Wein 100 Tage lang lagern. In 2900 Metern Höhe schmeckt der Müller-Thurgau anders, stellen die Experten fest. Nun will man herausfinden, ob der Wein auch anders reift. Der Versuch wird von zahlreichen Medien aufmerksam verfolgt. Den 5 fränkischen Winzern ist die Werbung für den Müller-Thurgau geglückt. Die Rebsorte feierte in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Aus der Luft einen Brandherd erkennen und schnell löschen. Bei einer großen Katastrophenschutzübung in Unterfranken wird genau das im April geübt. Im Landkreis Kitzingen müssen die Helfer kleine Brände erkennen und zügig bekämpfen. Im Einsatz sind 5 Hubschrauber der Bundeswehr, der Bundespolizei, der Bayerischen Polizei und der Luftrettung. Mit 2000 Liter fassenden Löschtonnen werden die Feuer bekämpft. Unterfranken ist der waldreichste und vor allem auch der trockenste Regierungsbezirk in Bayern. Regelmäßig werden hier Großübungen dieser Art durchgeführt. Das Afrika-Festival in Würzburg feiert Ende Mai 25. Geburtstag. Bereits am 2. Tag muss die Großveranstaltung auf den Mainwiesen wegen Hochwasser abgesagt werden. Europas größtes Afrika-Festival muss schließlich an vielen verschiedenen Orten stattfinden. Für den Veranstalter, den Verein Afro Project, entsteht ein wirtschaftlicher Schaden von mehr als 400.000 Euro. Dank zahlreicher Spendengelder, die im Laufe des Jahres eingehen, beträgt der Verlust momentan nur noch 127.000 Euro. Fest steht, auch 2014 wird es ein 26. Afrika-Festival in Würzburg geben. Das Musikzelt soll dann aber nicht mehr so nah am Main stehen. Großer Andrang vor der Flyer-Alarm-Arena in Würzburg Ende Juni. 11.000 Zuschauer wollen ein ganz besonderes Benefiz-Fußballspiel sehen. Das Kräftemessen zwischen den Mannschaften von Basketballstar Dirk Nowitzki und Fußballprofi Manuel Neuer ist restlos ausverkauft. Auf dem Spielfeld viele bekannte Stars wie zum Beispiel Paul Breitner, Mehmet Scholl und Kai Pflaume. Das Team um Manuel Neuer gewinnt mit 8:7 gegen die Mannschaft um den Würzburger Dirk Nowitzki. Der Erlös kommt der Dirk Nowitzki Stiftung und der Manuel Neuer Kids Foundation zugute. Mit dem Geld sollen benachteiligte Kinder unterstützt werden. Gerade noch mal gut gegangen, so kommentieren die Verantwortlichen des Fränkischen Weinbauverbands die Bilanz der diesjährigen Ernte. Unberechenbar und feucht war das Wetter, das die Winzer geradezu herausgefordert hat.
Spät hat die Lese begonnen, die immer wieder von Regen unterbrochen wurde. Das Mostgewicht der Trauben kann sich jedoch mit durchschnittlich 88 Grad Öxle sehen lassen. Gut zwei Drittel der Ernte eignet sich für Prädikatsweine. Grund zu klagen gibt es allerdings angesichts der niedrigen Erntemengen von 72 Hektoliter pro Hektar. Glück kann jeder von uns gebrauchen, auch im Jahr 2014. Wenn uns dieses Glück aber nicht einfach so zufliegt, können wir selbst ein wenig daran schrauben. Claudia Großmüller ist eine sogenannte Glücksbringerin. Sie nimmt sich selbst nicht allzu ernst und macht öfter mal komische Bewegungen. Zugegeben, etwas bescheuert sieht es schon aus, wenn Claudia Großmüller mit ihren Patienten über Wiesen fliegt. Da schauen sogar die Schafe blöd, wenn die 62-Jährige den Kühen zuwinkt. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht vermutet, mit diesen außergewöhnlichen Methoden hat die Ärztin schon mehr als 25.000 Patienten behandelt. Claudia Großmüller ist Neurologin und Psychotherapeutin. Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit dem Glück. Ein Begriff, der so einfach zu beschreiben scheint und doch so vielfältig ist. Glück für mich persönlich ist, dass ich jeden Morgen aufwachen kann und mich bewegen kann, dass ich hinausschaue und feststelle, ich lebe im Paradies. Dass mein Auto fährt, wenn ich einsteige, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich nette Menschen kenne. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die wir für selbstverständlich halten, aber die im Grunde genommen ein großes Glück sind. Gerade in der heutigen Zeit fällt es immer mehr Menschen schwer, glücklich zu sein. Überanstrengung und Stress sind ein wachsendes Thema in unserer Gesellschaft. Wer ausnahmsweise nicht an Burnout leidet, scheint zu wenig zu arbeiten. Vor allem in der dunklen Jahreszeit verfallen viele in Winterdepressionen. Es sollte ein kleines Überlebensbuch werden. Claudia Großmüller will den Menschen helfen, sich selbst glücklich zu machen. Dazu gehören eben auch praktische Übungen, für die es eine gewisse Portion Selbstironie braucht. Über die Wiese laufen klingt dann auch anders ausgedrückt ganz modern und gar nicht mehr bescheuert. Body to Brain bezeichnet die Ärztin diese Methode. Über gezielte gute Bewegungen des Körpers werden Informationen an das Gehirn weitergeleitet. Das verarbeitet die ankommenden Informationen schließlich zu Gefühlen, Gedanken oder sogar Handlungen. Und die Übungen sind einfach und kosten nichts. Claudia Großmüller möchte die Übungen öffentlich zugänglich machen. Bei der Gemeinde Bad Feilenbach hat sie angefragt. Im Kurort am Fuße des Wendelsteins möchte sie einen Themenweg gestalten. Themenwege sind ja groß im Kommen, machen auch Sinn, weil sie halt ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt rücken. Der Moorerlebnisweg zeigt es ja, dass viele Familien da hingehen. Ist ja im Sommer wahnsinnig gut besucht, im Winter auch, weil man gut Schlittschuh laufen kann. Aber ich glaube auch so ein Themenweg Body to Brain kann, wenn er nett gemacht ist, wenn er die Dinge gut umsetzt, eine absolute Bereicherung sein. Ich bin aber überzeugt, wir müssen das an das Konzept muss passen. Öfter mal den Kühen zuwinken, über Wiesen fliegen und auf Bällen hüpfen. Wenn es nur immer so einfach wäre. Sehr schön. Am Jahresende blicken viele von uns zurück. Was ist passiert? Was können wir besser machen? Wie gehen wir das Jahr 2014 an? 2013 geht zu Ende. Und wieder blicken wir auf ein Jahr voller Höhen und Tiefen zurück. Siege für die einen, schmerzhafte Niederlagen für die anderen. Glück und Pech lagen nah beieinander. Doch egal, wie das Jahr schlussendlich verlaufen ist, eines tun die Menschen vor dem Jahreswechsel. Sie ziehen Bilanz und besinnen sich. In der Zeit um Weihnachten hat man mehr Zeit, über das Leben grundsätzlich nachzudenken. Und dann denkt man auch darüber nach, was man eigentlich anders besser machen kann. Und da spielt natürlich dann schon die Frage, was kann ich tun, um ein glücklicheres, zufriedeneres Leben anzustreben. Bevor der Blick ins neue Jahr gerichtet wird, erstmal eine kurze Bestandsaufnahme. Wie haben denn die Franken 2013 so erlebt? Ja, hat eigentlich alles gepasst soweit. Also es könnte so weitergehen nächstes Jahr auch. Schön war's. Es war erfolgreich. Ich war ganz glücklich. Durchwachsen, genau. Aber es war besser bis 12 Uhr bei mir. Es hätte besser sein können. Ein bisschen stressig, weil ich umgezogen bin. Meins war super. Ja, wenn Sie zu Hause sind und nicht mehr in die Arbeit müssen, dann war das super. War sehr gut. Kind geht's gut, Frau geht's gut, mir geht's gut. Was will man mehr? Alles in allem geht's den Franken also nicht so schlecht. Beziehungsweise es passt schon.
Oder wie der Glücksforscher sagen würde, das subjektive Wohlbefinden war relativ hoch. Aber ist das schon Glück? Es geht um die Frage der positiven und negativen Gefühle im Tagesdurchschnitt. Da kann man sich überlegen, wie man an diesem Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen arbeitet. Und auch das ist typisch für diese Zeit, denn der Jahreswechsel markiert auch einen Aufbruch. Die Menschen haben wieder Ziele. Gesund bleiben, das ist das Wichtigste, denke ich. Und alles andere wird sich dann ergeben. Ja, eine berufliche Umorientierung. Einfach nur mehr genießen und Zeit nehmen eigentlich. Ein bisschen mehr sportlich tätig werden, ausdauermäßig. Ein bisschen was da für den Körper tun und versuchen, das wieder in die Reihe zu kriegen. Ich habe wieder vor, eigentlich wo eine andere Stadt zu ziehen, raus aus Bayern. Aber mal sehen, steht noch in den Sternen, also bin mir nicht sicher. Diese Ziele dann aber auch umzusetzen, ist oft eine Glückssache. Unterstützung wird da gerne angenommen, und zwar in Form von Glücksbringern. Kleeblätter oder Glückshands gibt's momentan überall. Nun natürlich die große Frage, bringen die denn eigentlich was? Es ist natürlich so, wenn man so einen persönlichen Glücksbringer hat, dann glaubt man dran, wenn man diesen Glücksbringer bei sich hat, dass es einem gelingt, wenn man etwas vorhat. Und insofern stärkt natürlich ein solcher Glücksbringer indirekt die Zuversicht, den Optimismus, und man sieht dann eher das Glas halb voll als halb leer. Oder einfach mal nachschenken und damit dem Glück auf die Sprünge helfen. Mit diesen Hilfsmitteln können wir dann auch 2014 begrüßen. Und wie glücklich das wird, erfragen wir dann nächstes Jahr um die gleiche Zeit. Stoßen Sie an auf ein super Jahr 2014. Wir von TV Bayern Live wünschen einen klasse Rutsch. Bis dann. Gesundheit schenken. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest. Inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de. Oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Das ist Leben. Wir sind drin. Besser geht's nicht jetzt und hier. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Zum Beispiel mit unseren attraktiven Gesundheitsprogrammen. Ein AOK Pluspunkt für Ihre Gesundheit. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Computerspiel am heimischen PC, ist praxisorientierte Ausbildung für den Beruf des Lokführers. Beim Eisenbahnverkehrsunternehmen Agilis in Regensburg drücken diese künftigen Triebfahrzeugführer die Schulbank. Dringend benötigte Fachkräfte, für die in ganz Bayern Bedarf besteht. Aus diesem Grund haben der Freistaat Bayern, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen die Fachkräfteoffensive Bahn Bayern ins Leben gerufen. Die
Deutsche Bahn und all die anderen Bahnunternehmen, die in Bayern tätig sind, haben natürlich einen ganz erheblichen Personalbedarf. Und da braucht man Fachkräfte bei der Bahn. Das gilt für das Personal, das einen Zug zum Beispiel steuert, das ihn begleitet, für diejenigen, die die Züge entsprechend auch wieder renovieren, reparieren, insgesamt instand halten. All das erfordert fachkundiges Personal und da müssen wir rechtzeitig für genügend Nachwuchs sorgen. Dabei sind die Berufe bei den Bayerischen Bahnen sehr vielseitig und bieten zudem gute Aufstiegschancen. Die künftigen Agilis-Lokführer haben die Weichen für ihre Zukunft bereits gestellt. Die Zukunftsaussichten sehe ich sehr positiv, weil ja im Allgemeinen auch bekannt ist, dass sehr viele Lokführer in Deutschland fehlen, nicht nur in Bayern. Und dadurch ist es auch ein Beruf, den man nicht nur in Bayern ausüben kann, sondern deutschlandweit oder vielleicht auch weltweit, das kommt ja auf jeden selbst drauf an. Der Personenverkehr wird immer mehr, Lokführer werden gesucht und bei Agilis haben wir die nächsten 10 Jahre Jobgarantie und die freuen sich, dass sie uns bekommen. Es gibt ja deutschlandweit ein Defizit an Lokführern, das bedeutet ein sicheres Arbeiten in die Zukunft. Wir kennen ja die demografische Entwicklung. Wir wissen, dass insgesamt die Jahrgänge etwas schmaler werden. Und da wird die Konkurrenz um gute Nachwuchskräfte immer größer. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Bahnunternehmen als attraktive Arbeitgeber präsentieren und tatsächlich gerade auch junge Leute gezielt angesprochen werden und sagen, ja, die Bahn, das ist ein attraktiver Arbeitgeber und es ist richtig, sich gerade auch in diesen Berufen ausbilden zu lassen. Auch Martin Burkhardt von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ist Eisenbahner aus Leidenschaft und kennt den Reiz der Branche. Ja, die Eisenbahn lebt vom Teamwork. Der Lokführer kann nur fahren, wenn der Fahrdienstleiter das Signal auf grün stellt. Der Lokführer wartet auf das Abfahrtssignal vom Zugbegleiter. Und so ist es ein Zusammenspiel. Vorher werden die Wagen geprüft, sie müssen vorher in die Werkstatt. Von daher sind viele Berufsbilder notwendig. Vom kaufmännischen Beruf am Fahrkartenschalter bis zum technischen Beruf bis zum Ingenieur. Und das alles wollen wir mit dieser Fachkräfteoffensive leisten. Allerdings nur mit dem nötigen Know-how. Für Schulabgänger und Menschen, die sich beruflich verändern wollen, bieten gerade die deutschen Eisenbahnfachschulen die unterschiedlichsten Ausbildungsangebote. Eine sehr gute, fundierte Ausbildung ist sehr wichtig. Vor allen Dingen Betriebskenntnisse, Kenntnis der Signalanlagen und technisches Fachwissen ist als Grundstein für die Lokführerausbildung sehr erforderlich. Die Fachkräfteoffensive Bahn Bayern ist ein deutschlandweit einzigartiges Projekt, das mit Sicherheit Schule machen wird. Erste Erfolge können die Initiatoren bereits vorweisen. Wir hatten inzwischen in Bayern einen großen Kongress, der überregionale Beachtung fand. Wir haben das entsprechende Portal im Internet freigeschaltet, das auch schöne Zugriffszahlen hat. Und wir werden jetzt entsprechend noch weiter in die Offensive gehen. Im neuen Jahr 2014 ist vor allen Dingen ein landesweiter Tag der offenen Tür geplant, wo sich alle entsprechenden Bahnunternehmen in Bayern am selben Tag präsentieren und das damit dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit finden wird. Wer Interesse an den spannenden Berufen im Bahnland Bayern hat, findet dazu umfassende Informationen im Internet unter www.bahn-frei-zukunft.de.